draußen verweilen. Ich darf Ihnen erstmal einen schönen Abend wünschen. Das Ganze im Namen natürlich auch der Künstlergruppe, der Werbegemeinschaft, sicherlich auch des Eigentümers, der wahrscheinlich aus der Schweiz gar nicht mitbekommt, wie toll das hier ist. Ich darf also wirklich gern der Aufforderung der Künstlergruppe nachkommen, so ein paar einleitende Worte zur Vernissage heute an Sie zu richten. Aber zunächst möchte ich einfach mal feststellen, so aus dem Brustton meiner Überzeugung, wenn es in der Stadt mal einen Wettbewerb gäbe über das schönste, geschmackvollste und passendste Schaufenster in dieser Zeit. Also mein persönlicher Favorit ist hundertprozentig schon vergeben. Ich kann also wirklich nur sagen, allen, die daran mitgewirkt haben, für diese Realisierung und für diese Inszenierung, ein Kompliment. Euer Applaus. Kohle macht sich aus dem Staub. Da macht sich so einer hinterrücks so langsam aus dem Staub. Da wird bestimmt Staub aufgewirbelt. Besser kein Staub aufwirbeln. Ja, also ich glaube, leider treffen diese Aussagen so in den letzten Jahren, in den letzten Monaten umgangssprachlich wirklich auf das zu, was mal, was die Region, ja, in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren auch zu erwarten hat. Bloß kein Staub aufwirbeln und dann passiert es doch. Dann ist es einfach da. Die Kohle macht sich aus dem Staub. Und sie verlässt uns und diejenigen, die von diesem Bodenschatz groß geworden sind, diese ganze Industrie wahrscheinlich mitunter auch, auch die ganzen Firmen, die Arbeitsplätze als an der Kohle hängend auch verlieren werden. Ob das richtig oder falsch ist, das werden wir alle wahrscheinlich selber, hoffentlich bei bester Gesundheit in vielen Jahren selber beurteilen können. Zunächst allerdings fühlt uns das in eine melancholische, in eine traurige Stimmung. Als ich hier den Sarg vorhin sah, habe ich gedacht, mein Gott, nee, das trifft eigentlich das, was Kohle aus dem Staub, was eigentlich dieses Thema bewirkt. Kohle macht sich aus dem Staub, bleibe ich nochmal dabei. Staub ist negativ. Wenn man Staub in der Wohnung hat, dann ist es unordentlich, dann ist es dreckig. Schon früher habe ich nachgelesen, haben Leute aus Empörung Staub in die Luft geworfen, als Zeichen der Missachtung, als Zeichen dessen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Kohle macht sich aus dem Staub, klingt aber ebenso, wenn man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und anders betont, biblisch und theologisch. Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und genau an dieser Stelle spürt man eigentlich ganz direkt so eine gewisse Melancholie und eine Traurigkeit. Und wir werden wahrscheinlich für immer eine uns lieb und ans Herz gewachsene aktive Szene, Bergbauszene oder rund um unsere Kumpels irgendwo vermissen. Und gerade ich persönlich habe viele in meiner Schulzeit gehabt, die mir jetzt auf der Straße freundlich zugrüßen und sagen, na, schaffst du noch? Aber das waren die, mit denen ich am besten konnte, die Kumpels waren. Wenn ich alleine unseren Sicherheitsdienst im Malerstern nehme, zu 80% ehemalige Bergleute, sie können im Umgang miteinander gut. Das ist deren Prädikat. Und ich glaube, das trifft auch hier auf die Motoren und auch auf uns hier im Kunststern zu. Und in dieser Melancholie, weil wir etwas vermissen, passiert oft eins, dass Menschen sich in dieser Melancholie öffnen. Sie machen den Kopf frei, sie lassen etwas zu, was sie sonst nicht tun würden. Sie lassen an sich ran. Und ich glaube, so ähnlich ist es den Künstlern und geht es den Künstlern, indem sie also wirklich den Kopf aufgemacht haben, sich an sich rangelassen haben und haben etwas kreiert. Ich habe noch nicht alle Arbeiten gesehen, die sie auch bitte auf sich wirken lassen sollten. Und wenn man in dieser Melancholie in den Geist und tiefer in das Herz hineinschaut, dann ist am Ende dieses Prozesses oftmals etwas, das sehr extrem aussieht. Aber das widerspiegelt, was der Künstler in diesem Moment bei dem Thema Kohle aus dem Staub empfunden hat. Und die Künstlergruppe Kunst im Stern hat ja eigentlich schon vor 6 Jahren, vor 5 Jahren, wir sind ja mit dem Projekt eher angefangen mit Mensch, Kohle, Stahl,
etwas in Szene gesetzt, was zum Schluss übrig bleibt. Nämlich wir, der Mensch. Die Kohle ist vergänglich, der Stahl ist vergänglich und der Mensch bleibt. Und wir müssen uns mit dieser Situation auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht, ob wir Leerstände haben. Jeder wünscht sich, dass es anders wäre, aber wir müssen uns einfach mit dieser Situation auseinandersetzen. Mensch, Kohle, Stahl, zum Schluss bleibt der Mensch. Und ich wünsche uns allen und insbesondere den Verantwortlichen bei der Bewältigung dieses Wandels, dass sie das Richtige tun. Wir setzen uns hier an dieser Stelle mit diesem Thema auseinander. Ich glaube, eine Zeit lang haben es viele nicht getan. Wir haben es ignoriert, dass dieser Tag kommen wird. Und jetzt ist er da. In der Werbegemeinschaft hat einer gesagt, wir wollen doch jetzt wohl keine Beerdigung feiern. Nein, wir wollen es nicht feiern, aber wir wollen dieses Thema auch hier mit der Künstlergruppe Kunst im Stern würdig festhalten, diesen Moment erleben und einfach in uns verankern. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, diese Gefühle möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Schön, dass Sie da sind. Ich war zwar nie Bergmann, aber ich gestatte mir an dieser Stelle, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und zu sagen, Glück auf. Und ganz besonders möchte ich an dieser Stelle dann nicht nur der ganzen Künstlergruppe, und das ist sicherlich auch euer Applaus gerade gewesen, aber dem PV Krise danken, dass er uns gleich hier musikalisch noch etwas zum Besten geben wird. Wie ich gehört habe, Arbeiter- und Kampflieder. Ich werde zwei auswendig lernen. Ich verspreche es. Okay. Okay. Einen schönen Abend.